und die Mannschaft wuchs über sich hinaus. Ein hochverdientes 6:2 gegen den VfB Lübeck, der erste Sieg im heimischen Stadion. Riesche und Paczynski waren jeweils einmal erfolgreich. Wie so oft in der Saison liefen die Angriffe über rechts. Ahmed Kourou traf gleich viermal und krönte seinen Erfolg mit dem Tor des Monats August, zu dem er über 100 Gratulationen per Telefon und SMS erhielt. Der grünen Abgeordnete Cem Özdemir schickte sogar ein Glückwunschfax. Ja, natürlich ist schon was Besonderes, wenn ein Politiker mir einen Fax schickt und so. Ist natürlich sensationell. Ich glaube, kein Türke hat das bis jetzt geschafft hier in Deutschland. Und auch kein Türke ist auch, glaube ich, Torschützenkönig geworden, ob Regionalliga oder zweite Liga oder Bundesliga, das ist schon, ja, eine schöne Sache. Dann sagen wir, wichtig war sicherlich das Spiel gegen Lübeck. Wir haben angefangen hier mit diesen zwei Spielen, die nicht so berauschend waren, haben dann hier halt dieses Heimspiel gehabt, wo wir dann halt, sag ich mal, den Frust eigentlich, sag ich mal, so weggeschossen haben, und ab dem Tag lief es dann eigentlich.